Und herzlich willkommen zurück zu JSTAR Victory vs. Plus. Wir haben in den letzten paar Tasten im Leben komplettiert und müssen jetzt hier irgendwie gegen diese Leute fighten. Also gegen den bösen Auto, weil uns die Stimme geholt hat. Das ist eigentlich alles nur eine Rückblende. Richtig verstehen tue ich das auch noch nicht. Wobei das ja auch ein bisschen unfair ist, weil die anderen... Was macht sie da? Oh, ich muss den Knopf auch irgendwann loslassen. Warum? Ich möchte jetzt bitte endlich eine Erklärung. Warum immer jeder, der mich angreift, mit seinen Angriffen durchkommt, aber ich nicht. So, das war's dann wohl mit Naruto Shin. Kommt Leute, jetzt setzt doch bitte den Modus ein. Das muss ich jetzt echt nicht verstehen, warum die den nicht eingesetzt haben. Er ist im Zen-Modus. Wollte schon sagen, da fehlt doch nur noch einer. Oh, sie kann auch ihr Aussehen verändern. Na gut, das sollte Naruto jetzt. Eh nicht mehr so lange mitmachen. Und das war's auch. Aber, also ich wurde auch voller Kanal erwischt, das muss man ja mal offen und ehrlich dazu sagen. So. Da hat keiner XP bekommt und wer so sagt, hat heute noch nicht viel getan. Dieses Ding, was war das überhaupt? Die Sache ist ganz einfach. Dieses Wesen ist der Grund, warum ich euch hier versammelt habe. Es geht um die Kreaturen, gegen die ihr hier gerade gekämpft habt. Das ist dein Auftrag? Ich gehe nach Hause. Es gibt reichlich Leute, die wirklich auf meine Hilfe warten. Ich will auch zu meinem friedlichen Leben zurückkehren. Den Rest überlasse ich jetzt euch. Was, wir gehen nach Hause, Tsuna. Was? Oh, in Ordnung. Wartet einen Moment. Die Aufgabe ist noch nicht abgeschlossen. Vergesst nicht, dass ihr mich als Schiedsrichter beim Kampfturnier braucht. Halt, wartet! Okay, wie auch immer. Wir gehen jetzt zurück zum Korinthturm und hoffen, dass wir nicht unterbrochen werden unterwegs. Ah, den haben wir doch schon mal elegant ausgewichen. Was hat das hier eigentlich, diese blaue... Naja. Hineingehen. Wie oft müssen wir eigentlich noch hierher kommen? Reg dich nicht auf, das war das letzte Mal. Zeig mir jetzt als erstes das komplette Emblem. Das Emblem, genau. Und FIFA schon dürft ihr jetzt am Jump-Kampf-Turnier teilnehmen. Das Kolosseum spielt hoch über den Wolken. Ihr solltet möglichst schnell dorthin gehen. Ich werde euch das Luftschiff des Schicksals geben. Wow. Wenn ihr das auf den Schiff packt, könnt ihr damit über die Wolken hinauffliegen. Wir können höher als die Wolken fliegen. Klasse, jetzt wird es richtig interessant. Das Meer, der Himmel, wir kommen echt rum. Egal, wir sollten in die Hufe kommen. Endlich fängt der richtige Kampf an. Ich kann es kaum erwarten. Hey Naruto, los, mach hin. Okay. Das ist ja jetzt echt spannend. Wow. Segel von hier aus nach Osten. Boah, und dort trägt euch ein Wind auf. Jetzt regt hoch ins Kampfkolosseum. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass ich jetzt hier hin muss.
Und jetzt kommen bestimmt wieder 2 Millionen Nebenquests. Nein, gar nicht. Aber hier gibt es auch relativ wenig. Was ist das? Finsteres Turnierstadion. Das ist Gemüse oberste Ebene. Scharfschütze, okay. Was bist du? Na gut, viel zu erkunden scheint es hier jedoch nicht zu geben. Skypea gibt es hier auch. Das habe ich mir ja schon eigentlich gedacht, um ehrlich zu sein. Gehen wir zum diesem Turnierstadion erstmal rein und schauen uns das mal an, was los ist. Endlich sind wir am Ziel. Und anscheinend sind wir als erstes hier. Ich glaube nicht, dass wir wirklich die Ersten sind. Ich meine, schau doch mal. Hey, ihr habt ja reichlich lange gebraucht. Schön, dich wiederzutreffen. Ich wusste, dass du die Vorrunden schaffen würdest, Ichigo. Hey, ich bin hier. Wie versprochen hatte ich, diesmal kommst du mit um einen Kampf nicht herum. Du willst gegen mich kämpfen? Das wird dir noch leid tun. Wenn das hierbei ist, wirst du um Gnade flehen. Babu da 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 da. Hey, sollst du ihn nicht bremsen? Ich dachte, Urameshi würde gegen dich kämpfen. Lass ihn doch, er verdient es nicht, gegen mich zu kämpfen, wenn er gegen einen Typen wie den verliert. Hä? Anscheinend seid ihr noch ein paar andere Teams. Oh, ihr habt es also auch geschafft. Moment mal, wer bist du denn? Ich bin Ichigo Kurosaki. An meinen Namen erinnerst du dich doch bestimmt, oder? Ich bin Naruto Osomaki. Hirafi und Toriko, stimmt's? Tut mir leid, aber den Sieg werde ich euch nicht kampflos überlassen. Natürlich nicht, und wir machen es dir auch nicht leicht. In der Welt geht es um das Überleben des Besten und bei mir auch. Ich werde hier gewinnen, garantiert, weil ich das so für mich beschlossen habe. Hey, das habe ich für mich aber auch beschlossen. Ich werde Hokage sein und alle Leute in diesem Ort beschützen. Und keiner wird das was dagegen haben, wenn ich hier gewinne. Tut mir leid, wenn ich euch den Spaß verhagle. Aber mich interessiert kein Siegerpreis. Ich will nur einen echten Kampf gegen wirklich taffe Typen kämpfen. Ich will kämpfen, um herauszufinden, wie gut ich andere jetzt beschützen kann. Mit anderen Worten, jeder hier will den Sieg erringen. Sieht ganz so aus. Wenn du das bist in die andere Schosse, ich dann musst du gegen mich antreten. Ich kann es kaum erwarten, dich da zu treffen. Wolltest du mir noch etwas sagen? Ja, ich wollte dich noch etwas fragen, Ichigo. Also ich suche einen Freund von mir. Sasuke Uchiha, falls du ihn irgendwo siehst, kannst du mich das wissen lassen? Sasuke Uchiha? Achso, falls ich den Typen sehe, erzähle ich ihm von dir. Danke. Wow. Also gut, Zeit für eine Aufwärmrunde. Von mir aus. Diese erste Runde wird in Kürze beginnen. Teilnahme Teams, macht euch bereit, mit dem Kolosseum zu töten. Die Teams sind Naruto Uzumaki und Team Kenshiro. Oh yeah. Du hast es also bis zum Kolosseum geschafft, Naruto. Ich wusste, du würdest es schaffen. Das ist also Naruto, er scheint ein erstklassiger Soldat zu sein. Ich werde euch zum ersten Mal in die Klinge mit ihm kreuzen. Ich bin so aufgeregt, dass ich fast platze. Du hattest absolut recht zu Ogidoro. Seine Augen sind erfrischend rein. Kenshin. Hatte ich nicht gesagt, du sollst mich Momo nennen? Hast du vergessen, dass wir uns immer Rückendeckung geben? Stimmt, Momo. Kenshiro? Von dem Team habe ich noch nie gehört. Das Team kennst du vielleicht nicht, aber ich sehe das dein bekanntes Gesicht. Ich hatte doch versprochen gegen dich zu kämpfen. Diesen Ort über den Wolken ist perfekt für unser Kampf. Ich kann es ebenfalls kaum erwarten. Sind die zwei da hinten, die hinter dir deine Freunde, Momo? Ja, sind sie. Der rothaarige Schwertkämpfer ist sehr talentiert, Himura Kenshin. Der andere ist Kenshiro, der Erbe des Hokuto Shinken. Okay, Shinken will ich auch essen. Er hat einen bärenstarken Schlag am Leib. Du schmeichelst mir allzu sehr. Ich bin nur ein einfacher Wandergesell. Die Typen sieht ziemlich tough aus. Wie tough wirst du sehen, wenn mir die Fäuste sprechen lassen. Also fang an. Öffnen wir also die erste Runde und damit beginnt der Kampf. Okay. Ja, mach mal. Welchen Dämon bewohnt Nubus linke Hand? Minki, Zeki, Gaki, Baki. Baki habe ich geraten. Und richtig geraten. So. Bam. So.
Nein, nicht Fokus. Angriff. Verteilen. Angriff. Was ist da passiert? Ach, das war dieser komische Typ da. Also dieser Kenshiro, ich wusste, dass mir der irgendwie was vertraut vorkommt. Kenshin, ich glaube, gegen den haben wir noch nie gekämpft. Was habe ich getan? Komm, setz es bitte einfach nur ein. Danke. Ich habe Angst, dass wir diesen Kampf verlieren, wenn wir weiter so schlecht spielen. Was, wir müssen sogar 3 Siege holen? Wow, die hat er gerade noch getroffen. Jetzt ist Yusuke echt das erste Mal gestorben. Komm, wir können uns noch ein bisschen mehr aufladen. Aber ich glaube, Dings braucht unsere Hilfe. Jetzt haben die ihren Siegestaumel, weil Mr. Kollege... Na gut, diesmal kann ich Yusuke echt nicht die Schuld geben. Ich hoffe nur, dass der jetzt Yusuke nicht sofort anvisiert. Ne, die Attacke ging nur auf Naruto, das war sehr gut. So, wir müssen. Jetzt haben wir. Ah, das läuft gar nicht so berauschend. Aber das könnte das Ende sein. Kenshin war ein würdig starker Gegner, würde ich behaupten, aber okay. So, jetzt gehen wir zur Weltkarte. Erstmal zur Weltkarte. Puh, das war echt ein knapper Sieg. Momo, dein Team ist super tough. Puh. Wir waren der Aufgabe nicht so ganz gewachsen, aber warum bin ich dann immer noch so fröhlich? Bis später, Naruto. Wir sollten uns mal wieder treffen. Großartig, fantastisch. Der Sieger ist Team Naruto. Puh, das war... Ja. Team Vegeta und Ida im Halbfinale. Aber gut, das... Ich wollte mich nicht regenerieren, aber okay. Wie es weitergeht, das sehen wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und hoffe, dass ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dahin.